Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview von Alice Weidel im Morgenmagazin, wo die Öffentlich-Rechtlichen wieder mal mit voller Absicht ihren Programmauftrag missachten. Im Folgenden die Ausschnitte. Schaltet AfD-Fraktionschefin im Bundestag. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn Sie dran wären, Frau Weidel, würden Sie sich impfen lassen? Also wir müssen sehen, was das für ein Impfstoff ist. Wir haben eine Skepsis in der Bevölkerung, die einerseits nachvollziehbar ist. Andererseits ist diese Bundesregierung aber überhaupt nicht fähig, genügend Impfdosen zu besorgen, weil sie es delegiert hat. Also wir sehen hier auch ein Impfchaos und das muss man sich weiter ansehen, auch mit der Impfbereitschaft, die ja auch in weitreichenden Kreisen nicht vorhanden ist. Also Sie selbst wollen sich nicht impfen lassen, weil Sie skeptisch sind? Ich habe gesagt, das muss man sich anschauen. Ich gehöre nicht zur Risikogruppe und das ist nämlich gerade das Problem. Die Bundesregierung handelt flächendeckend, überzieht die Bevölkerung und auch die Wirtschaft mit dem harten Lockdown, anstatt die Risikogruppen privilegiert zu schützen. Wir sehen das Infektionsgeschehen in den Altenheimen. Dort wurde die Sommerpause letztes Jahr wurde verpennt. Dort auch Testkapazitäten zu schaffen und auch Konzepte vorzulegen. Also zwischen dem ersten und zwischen dem zweiten Lockdown, die beide hochwirtschaftsschädigend sind, hat man es versäumt, die Risikogruppen zu schützen, obwohl man weiß, dass das Infektionsgeschehen in den Senioren- und Altenheimen stattfindet und vor allem ältere Menschen über 80 trifft. Okay, und stattdessen überzieht man die Bevölkerung, nicht Risikogruppen, legt man Schulen lahm, legt das Wirtschaftsleben lahm und jetzt haben wir die Situation, dass Zehntausende von Unternehmen insolvenzgefährdet sind. Wir werden eine nie dagewesene Pleitewelle erleben und das hat ganz allein die Bundesregierung zu verschulden. Okay, dann möchte ich gleich danach, weil Sie jetzt schon eine ganze Weile antworten, würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, Frau Weidel. Ihre will noch kurz beim Impfen bleiben und gleich können wir vielleicht noch mal auf das Corona-Management insgesamt kommen, was Sie gerade kritisiert haben. Ihre Partei kritisiert die gemeinsame europäische Impfstoffbeschaffung als Staatsversagen, fordert einen Untersuchungsausschuss und bezweifelt in Teilen aber auch gleichzeitig den Sinn des Impfens und gleichzeitig auch die Sicherheit des Impfstoffs, wie beispielsweise Ihre Kollegen, AfD-Kollegen in Bayern. Wie passt das denn zusammen? Das passt dahingehend zusammen, dass wir uns ganz klar für freiwilliges Impfen aussprechen. Wir sind absolut gegen eine Impfpflicht. Das sagt natürlich auch die Bundesregierung bisher. Damals hat man auch gesagt, man will keine Mauer bauen, denn man führt de facto eine Impfpflicht ein, indem man eine Zweiklassengesellschaft schaffen möchte mit Impfpässen, was ja auch diskutiert wurde. Und als es dann eben auch Protest aus der Bevölkerung gab, man das zurückgezogen hat seitens von Herrn Spahn. Also womit zu rechnen ist, dass wenn Sie sich nicht impfen lassen, die Reisefreiheit eingeschränkt wird. Wir sehen das jetzt schon Vorläufer, aber das ist ja noch gar nicht dass der Fall. Der Bewegungsradius eingeschränkt ist. Ja, das wird ja kommen. Also das wurde aber ja auch diskutiert, auch die Einführung eines Impfpasses, ohne den Sie ja noch nicht mal Restaurantbesuche dann absolvieren können. Gut, Frau Weidel, laut Bundeskanzlerin müsse Deutschland sich noch auf 8 bis 10 harte Wochen einstellen, quasi Shutdown bis Ostern. Wann wäre es denn für Sie vorbei? Woran machen Sie das fest? Weil ein bisschen glauben Sie an Corona, aber Sie sagen, das Management ist nicht in Ordnung. Also machen Sie das an Inzidenzen fest, an Infektions- und Todeszahlen, an der Aus- oder Überlastung des Gesundheitssystems? Woran? Also es ist nicht die Frage, dass ich ein bisschen an Corona glaube. Ich war die Erste im deutschen Parlament, die vor Corona gewarnt hat. Das war in meiner Grundsatzrede Anfang März. Ich wurde da von der Bundesregierung ausgelacht, als ich gefordert habe, Kontrollen an den Grenzen einzuführen, Fieberkontrollen an Flughäfen und vor allen Dingen Präventionsmaßnahmen für medizinisches Personal und für Risikogruppen einzuführen. Ich wurde dafür ausgelacht und ausgebuht. Am Anfang der Krise war es ja so, dass das Coronavirus ja ein rechtes Virus gewesen ist. Als man dann 3 Wochen später im März den totalen Lockdown eingeführt hat, obwohl man bei den Präventivmaßnahmen geschlafen hat. Und das, obwohl die Präventions
Pläne seit 2012 vorliegen, hat man auch am Anfang der Krise gesagt, Masken helfen nicht, Desinfektionsmittel helfen nicht, Händewaschen reicht. Und dann eine komplette Schubumkehr. Dass das natürlich auch völlig inkonsistent und inkonsequent gegenüber der Bevölkerung ist, die jetzt weggeschlossen werden. Ich kann Ihnen sagen, in Baden-Württemberg wird mit Ausgangssperren gearbeitet. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute können nicht mal vor ihre eigenen Tür gehen, obwohl sie Steuern zahlen. Dass Berufsgruppen mit Berufsverboten überzogen werden, obwohl die Berufsfreiheit in unserer Verfassung verankert ist und dementsprechend einem erheblichen Insolvenzrisiko ausgesetzt werden, dass Hilfen aus dem Bundesfinanzministerium nicht rechtzeitig kommen und dementsprechend Unternehmen Insolvenzen reingeschickt werden, zeigt doch gerade die Ohnmacht und das Versagen dieser Bundesregierung. Ich darf Sie korrigieren, Frau Weidel. Niemand wird hier in Deutschland weggesperrt. Jeder darf dorthin gehen, wo er hin will. Es ist gerade. Das wissen Sie auch. Nein, das stimmt. Gibt es Ausgangssperren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Wenn Sie begründen können, wo Sie hinwollen, dann können Sie natürlich rausgehen. Den aktuellen Shutdown greifen Sie sehr drastisch an, bezeichnen Menschen ihn als werden Sinn, kontrolliert, als nutzlos. Wenn Sie draußen Lassen spazieren bitte ausreden, gehen Frau wollen, Herr Siri. Ja. Menschen werden kontrolliert, wenn sie draußen spazieren gehen wollen und müssen Strafe zahlen. Ich finde das absolut absurd, Menschen ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken, wenn sie ein Abstandsgebot einhalten, vor allem wenn sie sich an der frischen Luft bewegen. Wie absurd ist das? Gut, da werden Skilifte zugemacht, die Menschen dürfen nicht mehr spazieren gehen auf dem Piss. Also wirklich, diese Bundesregierung betreibt ein völlig einseitiges, undifferenziertes Corona-Management. Und dabei muss man doch hingehen und gerade die Risikogruppen schützen. Und das wurde Aber bisher nicht sagen umgesetzt. Aber dann sagen Sie mir doch bitte, was ist denn Ihre Alternative? Wie würden Sie das Corona-Problem managen? Wie? Herr Siri, das habe ich Ihnen jetzt schon zweimal gesagt. Sie müssen den Fokus, die Schwerpunktsetzung ganz klar auf die Risikogruppen setzen, auf die Altenheime und auf die Pflegeheime. Dort ist das Infektionsgeschehen nachweislich. So, und diese klare Schwerpunktsetzung, die fehlt. Stattdessen wird mit Lockdowns gearbeitet, obwohl die Menschen dann immer noch zusammengepfercht in Bussen und U-Bahn rumfahren müssen, Schule geschlossen werden. Ich kann Ihnen das sagen. Wo ist denn eigentlich das Konzept für Eltern, die plötzlich gezwungen sind, ihre Kinder im Homeschooling zu unterrichten? Die fallen aus und auch dort ist überhaupt kein Konzept. Wir verlieren eine gesamte Bildungsgeneration und auch hier fehlt die Konzeption. Gut. Schwerpunktsetzung ist auf den Risikogruppen zu setzen und nirgendwo anders. Der Lockdown ist sofort in dieser Art und Weise aufzuheben. Die vulnerablen Gruppen zu schützen, das war auch das Konzept von Schweden. Die sind mittlerweile umgesteuert, weil einfach die Zahlen viel zu hoch sind. Aber Sie haben Ihren Punkt gemacht, beziehungsweise Ihre Kritik klar formuliert. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Dankeschön, Herr Siri. Was ist hier passiert? Die Eingangsfrage ist eine Fangfrage. Wenn Sie dran wären, Frau Weidel, würden Sie sich impfen lassen? Also Sie selbst wollen sich nicht impfen lassen, weil Sie skeptisch sind. Bedenken wir die Rolle der AfD. Die AfD ist die größte Oppositionspartei im Bundestag. Und Aufgabe der Opposition ist es, die Regierung zu kontrollieren. Dies kann sie aber nur über die Medien tun. Das heißt, indem die Öffentlich-Rechtlichen die AfD mit Fangfragen drangsalieren, anstatt nach der Regierungsarbeit zu fragen, behindern sie aktiv die Demokratie. Es ist geradezu Pflicht der Öffentlich-Rechtlichen, die AfD nach der Regierungsarbeit zu fragen. Das machen sie eigentlich so gut wie nie. Alles Weidel versucht hier von sich aus das Thema darauf zu lenken, wie es ja auch Aufgabe der Opposition ist, aber dadurch, dass sie nicht danach gefragt wurde, wirkt es etwas merkwürdig. Das Video schreitet dann voran und jetzt möchte der Moderator die AfD populistisch hinstellen. Möchte so tun, ja das, was jetzt die Alles Weidel erzählt, das ist irgendwie falsch und jetzt muss er intervenieren und muss das richtigstellen. Das macht er öfters. Das heißt, der Zuschauer, der jetzt gar nicht auf den Inhalt achtet, der sieht nur, aha, die erzählt jetzt irgendwas und jetzt, aha, das ist anscheinend falsch, was sie erzählt. Jetzt muss ich hier einschreiten, muss der Moderator einschreiten und muss das richtigstellen. Wenn man aber genau aufpasst, merkt man, diese Richtigstellungen sind nicht nur überflüssig, sie sind sogar verzerrend. Alles Weidel stellt dann wieder die Richtigstellungen richtig.
Bundesregierung. Ich darf Sie korrigieren, Frau Weidel. Niemand wird hier in Deutschland weggesperrt. Jeder darf dorthin gehen, wo er hin will. Es ist gerade. Das wissen Sie auch. Nein, das stimmt. Gibt es Ausgangssperren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Also, wenn Sie begründen können, wo Sie hinwollen, dann können Sie natürlich rausgehen. Aber dann sagen Sie mir, doch bitte, was ist denn Ihre Alternative? Wie würden Sie das Corona-Problem managen? Wie? Herr Siri, das habe ich Ihnen jetzt schon zweimal gesagt. Die vulnerablen Gruppen zu schützen, das war auch das Konzept von Schweden. Die sind mittlerweile umgesteuert, weil einfach die Zahlen viel zu hoch sind. Aber Sie haben Ihren Punkt gemacht, beziehungsweise Ihre Kritik klar formuliert. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Was am Ende dabei rauskommt, ist ein Interview, in dem der Moderator nur versucht, die AfD blöd hinzustellen, sie in Widersprüche zu verwickeln, indem er die Frage nach der Impfung stellt bei Alice Weidel und irgendwie behauptet, das wären Widersprüche bei der AfD da, wohingegen es aber eigentlich Aufgabe der AfD ist, die Regierung zu kontrollieren. Ob Alice Weidel sich impfen lassen will oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Der Impfstoff hat die Prüfungen erfolgreich bestanden, die beiden ersten, aber trotzdem war es so, dass ein Impfstoff in Schweden bei der Schweinegrippe 2009, der wohl auch die Prüfungen erfolgreich durchlaufen hat, und ich aber persönlich jemand kenne, dessen Kind mit 2 Jahren geimpft wurde und danach ein Pflegefall wurde, für den Rest des Lebens. Und das in Schweden oft passiert ist. Und das eine ganz schlechte Erfahrung war und aus diesem Grund die Schweden auch diesen Weg gegangen sind mit Corona, eben keine harten Lockdowns zu machen. Weiter geht es dann damit, dass der Moderator suggeriert, alles weiter würde den Fragen ausweichen, obwohl sie das tut, was eine Opposition zu tun hat. Am Ende macht er Scheinrichtigstellungen. Die Öffentlich-Rechtlichen denken vielleicht, sie kommen mit so Interviews davon und man kann sie damit nicht drankriegen. Aber es ist natürlich ganz leicht, diese Dinge herauszufinden. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Was hätte Alice Weidel anders machen können? Im Nachhinein sagt es sich natürlich immer leicht. Es ist so, dass Alice Weidel den Moderator mit seinem Verhalten konfrontieren hätte können. Vor allen Dingen mit Unterbrechungen. Alice Weidel hat die Unterbrechungen richtig gestellt, aber sie hätte ihn zur Rede stellen können und dabei bleiben können, wie er dazu kommt, diese Unterbrechungen überhaupt zu machen, wo sie falsch sind. Und dass er die Regierung schützt und so weiter. Und sie ihn daraus nicht entlässt. Und das Interview dort festhält, so dass es beim Zuschauer, der Zuschauer aufmerksam darauf wird. Je länger es dauert, desto höher die Relevanz, desto größer die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Und sie hatte einen guten Grund dabei zu bleiben, weil er ja im Interview diese Intervention gegen sie gemacht hat. Das ist absolut skandalös und es wäre sehr gut gewesen, diesen Propagandaspike zu beleuchten. Aber wie gesagt, im Nachhinein sagt sich das leicht. Das muss man natürlich im Interview erstmal überreißen. Genauso die Fangfrage. Man geht ja immer das Risiko ein, wenn man dann patzig reagiert, in Anführungszeichen, dass man dann doof aussieht vom Zuschauer und dann so der Eindruck entsteht, ja, wenn eine kritische Frage kommt, dann weichst du aus und du könntest doch einfach sinnvoll antworten und jetzt bist du hysterisch und so weiter. Da hat man natürlich in der Situation Angst. Aber im Grunde schon bei der Fangfrage am Anfang hätte sie auch schon intervenieren können. Was das für eine erste Frage ist an die größte Oppositionspartei im Bundestag. Die AfD wird nicht zur Regierung befragt, sondern es kommen sinnlose Fangfragen, zu der Alice Weidel eigentlich auch nichts Sinnvolles antworten kann. Sie sagen kann, ich gehöre jetzt ja nicht zur Risikogruppe. Und natürlich erhöht man mit einer Impfung die Immunität, aber es bleibt ein Restrisiko und so weiter und so fort. Sie kann ja letztlich nicht beurteilen, wie valide die Prüfungen des Impfstoffs sind. Weil man ja in Schweden damals auch davon ausgegangen ist, dass der Impfstoff sicher ist und dass es keine Folgeschäden gibt, es hier am Ende aber trotzdem gab. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut!